Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Ankündigungsvideo. Ich dachte, ich zeige mich einmal live bei euch, bevor wir ja in die Aktion starten, denn ich möchte an dieser Stelle einmal Danke sagen. Die treuen Zuschauer wissen, dass ich ja jedes Jahr zum Geburtstag eine große Shop-Aktion mache und ja auch dieses Mal machen wir eine richtig fette Rabattaktion. Es steigert sich ja jedes Jahr. Ich habe ja irgendwann mal damit angefangen, einen Rabatt zu machen, so alt wie ich halt geworden bin und es wird halt nicht besser, für euch ja, für mich nicht. Und ja, wir machen es jedes Jahr, aber ich möchte die Gelegenheit jetzt einmal nutzen, grundsätzlich mich bei euch allen zu bedanken. Denn wir machen ja auch Ende des Jahres immer eine ja, Jubiläumsaktion in der Academy und da sind so viele, viele treue Kunden und Schüler, die uns schon jahrelang begleiten, die auch unser Team mit unterstützen, jeden einzelnen Mitarbeiter, das komplette Packteam, das wir haben und. Also da hängt einfach sehr, sehr viel dran, wenn man so ein Unternehmen, sage ich mal, hat und wenn man Kunden hat, die das unterstützen, die ja, einen vielleicht auch mal irgendwo verlinken, die irgendwas posten, die gutes Feedback geben, die uns auch persönlich Sachen schreiben und damit auch das Team, sag ich mal, ermutigen, so weiterzumachen und die hinter einem stehen. Und deswegen möchte ich einfach an dieser Stelle vielen Dank sagen für alle, die jetzt auch schon jahrelang mit dabei sind und natürlich dann auch unsere Aktionen nutzen und sich darüber freuen. Denn ich glaube, ja, da freut sich jeder drüber, wenn er bei den Produkten, die er kauft und testen möchte, auch noch einiges sparen kann. Ja, die Geburtstagsaktion. Ich bin 33 geworden. Wenn dieses Video online geht, dann ist auch direkt mein Geburtstag und viele haben schon drauf gewartet. Wir machen also 33% ab jetzt auf so gut wie alle Artikel. Es gibt ein paar Ausnahmen wie Geräte oder bereits stark reduzierte Produkte, wo wir das einfach nicht machen können. Aber das gilt wirklich für fast alle Produkte. Das heißt 33% auf so ziemlich alles. So eine Aktion haben wir in der Regel einfach nie. Und so einen hohen Rabatt, ich weiß gar nicht, wie wir das in den nächsten Jahren machen sollen, weil irgendwann ist es halt irgendwann auch nicht mehr möglich. Aber dieses Jahr machen es auf jeden Fall noch und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei, vielleicht mal neue Produkte auszuprobieren oder euch eure Lieblingsprodukte einfach nachzukaufen. Und ich würde auch sagen, ich starte jetzt einfach mal, die Aktion startet jetzt, die geht bis zum 9. Januar. Kann natürlich auch sein, dass hier und da Produkte ausverkauft sein werden, also ja, schaut euch das Ganze auf jeden Fall schon mal an, wartet nicht zu lange, weil es dann wieder eine Zeit dauern wird, bis der Shop auch wieder aufgefüllt sein wird. Ich möchte euch jetzt die neue Linibox zeigen, die Neuheiten, die wir so reinbekommen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß und vielen Dank nochmal. Ich würde sagen, wir starten jetzt einmal mit dem Highlight in diesem Monat. Und das ist natürlich wieder die Linibox mit dieser coolen Karte. Viele von euch sammeln die ja auch und ich finde die immer richtig süß mit dieser Goldprägung. Ja, dieses Mal habt ihr weder Farbgele noch Shellacke drin, sondern es sind Aufbauprodukte. Und Leute, ich liebe, 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 liebe diese Aufbaugele. Die haben wir zusammen mit unseren Werbepartnern lange getestet und überlegt, welche Farben nehmen wir rein. Und die Werbepartner sind so begeistert davon. Und ich liebe Effektaufbaugele und das sind so richtig süße Pastellfarben. Die Linibox hat das Motto Glacier, also so ein bisschen ja, eisig, frostig, gletschermäßig. Und ich glaube, die Farben trifft es ganz gut. Ich zeige euch erstmal die Sachen, die sonst noch mit drin sind. Und zwar habt ihr einmal diese Flakes mit drin und ähnliche Effekte habt ihr eben auch in diesen vier Aufbaugelen. Und ja, hier einmal so ein schöner, schimmert in verschiedenen Farben. Dann habt ihr diese wunderschönen Strasssteinchen mit drin. Ich liebe solche Opalsteinchen, also einmal White Opal. Das funkelt, wie ihr seht, auch so ein bisschen orange. Und dann dieses Rosa und auch die passen perfekt zu den Farben, die wir hier haben. Und hier habt ihr verschiedene Größen drin. So, ich habe die schon mal vorbereitet. Das sind vier Farben, wie ihr seht. Und so sehen sie aus. Das ist einmal die Farbe Lilac. Ich habe jetzt in die Folie einfach mein Herzchen reingeschnitten. Und vielleicht könnt ihr auch schon so ein bisschen an der Konsistenz sehen, dass sie so ein bisschen thixotrop sind. Sie sind aber auch nicht so fest und klebrig, dass man irgendwie die nur schwer verarbeiten kann. Also die sind einfach genial für kurze Nägel, für lange Nägel und die haben an für sich schon so einen hübschen Effekt, dass man gar nichts weiter auf den Nägeln braucht. Und dann das Milky. Das ist so, ja, so wie so ein ganz helles Beige mit einem ganz leichten, ja, rosa Peach Touch. Auch eine sehr schöne Farbe, die war auch absolut beliebt. Dann ein wunderschöner, niedlicher Mintton. Und ihr seht, überall sind halt so Flakes drin. Und ich glaube, hier könnt ihr die Konsistenz auch nochmal ganz gut sehen.
Aber man kann sie, wie gesagt, auch sehr schön ja, glatt ziehen. Ne? Auch wenn ihr lange Nägel arbeitet, man kann mit der Pinselspitze reingehen. Auch wenn sie standfester wirken, man kann sie sehr, sehr schön glätten, ohne dass man viel Feilarbeit hat. Die werden auch nach der Aktion wahrscheinlich im Februar dann auch ins Standardsortiment wandern, zusammen mit noch weiteren Farben, denn die haben uns nicht gereicht. Wir haben noch ein paar mehr dazu genommen, aber mehr werdet ihr dann dazu sehen. Wir fangen jetzt hier mal an mit dem Rosa. Und tragen das Ganze hier einmal auf. Ich nehme dafür unseren Allrounder-Pinsel, so wie immer. Und ich glaube, so aufgetragen könnt ihr dann die Effekte noch mal etwas schöner sehen. Also ich würde sagen, der Name Gletscher passt ganz gut. So ein bisschen eisig, frostig. Dann das Mint. Ich muss ja sagen, ich habe auch irgendwie eine Schwäche für Mintfarben. Vor allem gerade, wenn es immer auch dann in den Frühling wieder geht. Ich meine, jetzt natürlich noch zu früh, aber sobald es losgeht, so ab März, habe ich eine ganz große Schwäche für Mintfarben. Und hier habt ihr dann so richtig tolle grünlich-lilafarbene Flakes mit drin. Übrigens eignen sich die Gele auch sehr, sehr gut für die ja, Dual-Tipp-Methode, dass ihr die Gele quasi in den Tipp setzt, auf den Nagel. Das funktioniert damit auch sehr, sehr gut, weil die einfach so ein bisschen standfester sind. Dann das Milky. Mit so einer Farbe kann man sowieso schon mal nie was falsch machen. Ein ganz heller Ton. Ihr könnt die auch für Farbverläufe nutzen, für einen Babyboomer. Gerade dadurch, dass sie so ein bisschen dicker sind, kann man sie auch sehr gut verblenden. So sieht die Farbe einmal aus. Und dann hier noch einmal das Lila. Die Farben sehen einfach so total niedlich aus. Und auch auf dem Nagel sieht man einfach, dass die schön zart und hell sind. Und dann hier noch einmal das Lila. Die Farben sehen einfach so total niedlich aus. Dann machen wir jetzt mal weiter, denn es wird auch diesen Monat wieder einen neuen Versiegler geben. Ich bin ja, was Versiegler angeht, echt, ja, da werde ich sehr schnell schwach. Und zwar ist das der Intense Rose Sealer. Der ist wirklich sehr, sehr dunkelrosa, fast schon so ein bisschen, ja, ich glaube, durch die Kamera kommt er jetzt sehr fliederfarben rüber. Ganz so stark ist es nicht. Aber ja, auf jeden Fall so ein leichter Fliederstich und der hat eine echt starke Deckkraft. Der ist ohne Schwitzschicht und den könnt ihr einfach über ja, alle Nude-Töne drüber auftragen, wenn ihr so einen richtig rosa Look haben wollt. Ist noch leicht transparent, aber ist schon, wie gesagt, sehr, 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 sehr deckend. Könnt ihr über jeden Nude-Ton, über helle Töne einfach drüber auftragen. Und ja, es gibt ja Kunden, die lieben einfach so einen hellen, gepflegten Ton auf den Nägeln und das intensiviert einfach den Untergrund, den ihr arbeitet. Ich würde sagen, das ist richtig krass. Würde man darunter jetzt einen Babyboomer arbeiten, würde man von dem nicht mehr allzu viel sehen. Und das gibt einfach so einen schönen, milchigen Look. Genau, einfach aushärten, der ist ohne Schwitzschicht und ja, dann habt ihr schon so ein Ergebnis. Und hier könnt ihr dann nochmal die Farben alle sehen, ein bisschen aus der Nähe. Ich sage euch eins, es wird euren Kunden gefallen. Also unsere Werbepartner haben so viele Nägel damit gemacht in der Zeit und die Kunden haben es geliebt. Die sind so, so schön. Gerade in Kombination auch mit Weiß, dass man vielleicht nur einige Nägel mit so einem Effektaufbaugel arbeitet. Sieht schon toll aus, aber auch bei kurzen Nägeln einfach auf alle als Fullcover. Das sah einfach richtig, richtig schön aus.
Dann kommen wir zu 5 ganz speziellen Gelen und da möchte ich euch einfach bitten, folgt mir auf Instagram oder TikTok, denn dazu werde ich in Zukunft ein bisschen was zeigen und zwar sind das die Non-Sticky Gele. Das sind Gele, die sind so richtig fest wie Knete oder wie so Plastilin, die sind auf jeden Fall richtig, richtig fest. Ihr könnt sie in den Fingern formen wie Knete. Ich habe euch mal ein TikTok-Video gemacht, wo ich gesagt habe, wie ich mir in der Grundschule spaßeshalber immer Knete auf die Nägel gemacht habe. Ja, das heißt, ich habe mir schon sehr früh die Nägel selber gemacht. Und im Grunde könnt ihr das mit diesem Gel ganz genau sehen. Ihr könnt es in den Fingern formen. Ihr könnt es auf den vorbereiteten Nagel setzen. Ich mache immer Ultrabond oder Haftgel drunter. Dann formt ihr euch das drauf, entweder mit den Fingern oder mit einem Silikontool, da haben wir jetzt auch ein passendes im Shop. Und dann härtet ihr das aus, könnt sie befeilen und habt die Nägel fertig. Also es ist eine richtig, richtig coole und witzige Sache. Wir haben 5 Farben davon. 2 sind sich sehr, sehr ähnlich. Und zwar ist das das Rosa und das Soft Pink. Beides müsstet ihr nicht bestellen, wenn ihr euch dafür interessiert. Das eine ist so ein bisschen wärmer und das andere ein bisschen kühler. Aber sind sich doch sehr ähnlich. Beide bräuchte man nicht. Und dann haben wir hier noch ein Clear, ihr seht, sehr, sehr fest, White und dann noch einen New Tone, das ist Nature, das ist so ein ganz normaler Ton. Ihr könnt es kombinieren mit Shellac, mit Farbgel, alles kein Thema, es ist wirklich sehr, sehr, sehr fest, wie ihr seht. Ich fand es total witzig, dass man das wirklich wie Knete verarbeiten kann und mit Fingern. Einfach formen, das hat auch ganz gut geklappt, muss ich sagen. Auch bei den ersten Versuchen und dann feilen, Farbe drauf, fertig. Ist eine ganz coole Sache, euch verläuft nichts. Ihr könnt aber noch mehr mit den Gelen machen. Ihr könnt sie für die Dual-Methode nehmen, also die Dual-Tipps nehmen und hier dann einfach das Gel reinformen, euch das Ganze auf den Nagel drücken. Das funktioniert aber auch zum Beispiel sehr, sehr gut mit unseren Press-On-Nails. Das heißt, wenn ihr die eh zu Hause habt, könnt ihr das Gel in die Press-On-Nails geben, draufsetzen. Und das Gel hat so eine Eigenschaft, dass man den Tipp sehr, sehr gut danach wieder entfernen kann. Das geht ja mit den Press-On-Nails meistens nicht so gut. Außerdem könnt ihr es sehr gut für 3D-Designs nehmen. Vielleicht habt ihr schon mal so Designs gesehen, dass jemand sich auf lange Nägel mit Gel Buchstaben formt, dass man so ein komplettes Wort auf den Nägeln hat. Das geht damit richtig gut. Ihr könnt euch einfach viele 3D-Designs machen. Da möchte ich euch aber einfach in nächster Zeit mehr zu zeigen. Es ist eine ganz coole Sache. Und ja, man kann einfach verschiedene Sachen, auch Blumen und Overlays damit arbeiten, einfach mal ein bisschen rumprobieren. Aber ich glaube, viele fänden es auch ganz interessant, sich einfach so komplett die Nägel damit zu machen. Wie gesagt, folgt mir gern da auf Instagram und dann werde ich euch das Ganze noch mal ein bisschen zeigen oder auch bei TikTok, denn ich zeige euch das jetzt einfach nur hier. Ne? Also ihr seht, wie krass standfest das ist. Da habt ihr gar kein Verlaufen. Wenn ihr das in den Fingern formt, dann wärmt es sich ein bisschen auf, dann wird es ein bisschen geschmeidiger, wie man das wirklich so von Knete kennt. Und dann könnt ihr euch das wirklich so auf den Nagel setzen und in Form drücken. Wie gesagt, Videos dazu folgen. Ja, die Ränder dran drücken mit dem Silikontool. Ihr könnt quasi auch ohne Schablone eine Verlängerung arbeiten, indem ihr das einfach so nach vorne drückt. Ich habe jetzt ein bisschen zu wenig genommen, aber einfach nur, damit ihr das gesehen habt. Ja, manche formen sich zum Beispiel eine Kugel damit. Ich glaube, wir probieren das vielleicht mal mit dem Weiß. Dann zeige ich euch das. Denn ja, man kann damit auch Blumen machen, verschiedene 3D-Designs. Ich finde, das ist eine ganz witzige Sache auf jeden Fall. Ich bin immer dran und gucke immer, was es so für Neuheiten gibt, womit man wieder irgendwas Cooles machen kann. Ihr kennt ja auch Plastilingel. Das ist ja auch schon etwas fester und ähnlich könnt ihr zum Beispiel dann auch hier mit Designs machen. Ich habe das Silikontool jetzt, wobei ich habe eins hier. Das ist jetzt, glaube ich, nicht genau das gleiche, was wir im Shop haben werden, aber vom Prinzip her könnt ihr euch das dran drücken, zum Beispiel irgendwelche Blümchen formen, nur damit ihr es seht. Das ist jetzt nicht schön, aber damit ihr das Prinzip seht, könnt ihr es praktisch immer noch auseinander drücken und formen. Ihr müsst nur mal darauf achten, dass ihr saubere Handschuhe habt, sonst habt ihr da einen Fussel drin. Könnt euch das wie Plastilin zurechtdrücken. So, jetzt mal einfach so ein kleines Blümchen andeuten. Man kann Steinchen reindrücken, die da auch relativ gut drin halten. Ja, ähnlich wie Plastilin, nur dass ihr eben den kompletten Aufbau auch damit arbeiten könnt. Und für die Dual-Tipp-Methode ist eine ganz coole Sache. Und gerade was vielleicht einige von euch schon gesehen haben, dass man zum Beispiel auch so richtig
Buchstaben damit formen kann oder 3D-Designs, die man dann nochmal mit Chrom oder so kombiniert. Sowas habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Das ist jetzt noch ein bisschen dick, aber nur einmal zum Zeigen, dass man sich wie so ein kleines Würstchen sozusagen arbeitet. Das lässt man dann aushärten und dann versiegelt man das Ganze und kann nochmal mit Chrompigment drüber arbeiten. Damit könnt ihr auf jeden Fall ganz, ganz viele Sachen machen, gerade für diejenigen, die gerne mit so festeren Produkten arbeiten. Wie gesagt, folgt mir gerne. Ich möchte euch da in Zukunft ein bisschen mehr zu zeigen. Aber da habe ich jetzt auch schon länger drauf gewartet, bis wir die jetzt endlich in den Shop bekommen haben. Ja, 5 verschiedene Farben, wobei das Rosé und Softpink, die sind sich so ähnlich. Ein bisschen kühler das eine, ein bisschen wärmer, aber beide bräuchte man theoretisch nicht, wenn man sich für so einen Rosaton interessiert. Ja, das war es im Prinzip auch schon. Wir haben diesen Monat jetzt nicht viele Neuheiten, also Linibox, der neue Versiegler, die neuen Gele, ein Silikontool. Und schaut einfach rein, nutzt auf jeden Fall die Aktion. Ihr müsst keinen Code eingeben. Ihr könnt direkt losshoppen und ja, ich wünsche euch wie jedes Jahr ganz viel Spaß dabei. Bis dahin, ciao.